Grüezi miteinander, liebe Zuschauer. Grüße gehen raus nach Österreich. Keine Ahnung, ob ich Grüezi sage, aber so ist es halt. Wir sind gerade im Livestream, Ralfinger TV, live auf Twitch. Und es ist mal wieder soweit. Der Feuerwehrmod schlägt zu. Ich habe den wieder installiert und gleich geht's los. Perfekt. So, genau, wir schlagen erstmal die Scheibe unseres Feuerfahrzeugs ein. So machen wir es heutzutage. Knack ich gerade das Auto? Es ist echt überragend. Der Mod fängt schon mal super an. So, wir fahren dahin. Ich bin alleine in meinem Löschzug. Einfach nur, weil ich noch keine Pets dazu geholt habe. Und es ist ein Binfire. Binfire ist eigentlich was ganz Simples. Da brennt einfach ein Mülleimer, so wie es aussieht. Wetter ist heute wieder top in L.A. Haben wir einen schönen Tag erwischt. Wenn ihr Wünsche habt bezüglich, ja, wie soll ich sagen, Wetter oder Tageszeit, bitte schreibt es mir einfach in die Kommentare. Livestream-Chat, wer ist da? Wer will gegrüßt werden? Haut's raus. Eure Chance ist jetzt gekommen. Im Übrigen, YouTube, bitte liken, subscriben und kommentieren. Würde mich tierisch freuen. Guck mal hier, der gute Rufus will gegrüßt werden. Natürlich dann, Rufus, sei grüßt. Hallo, das Licht. Schön, dass ihr mit am Start seid. Es sind auf jeden Fall schon einige coole Leute hier im Livestream auf Twitch, deswegen verpasst es nicht, kommt vorbei. Oh, das ist aber ein schöner Truck da vorne, oder? Der sieht mal nice aus. Aber gut, wir müssen ja hier erstmal was löschen. So, hier vorne muss irgendwo irgendwas brennen. Ich fahre hier mal mit meinem Firetruck rein. So, und hier links. Ja, da brennt halt wirklich der ganze Container. So. Die Feuerwehr ist heute sehr gut unterwegs. Erstmal reinspritze hier, ja, die Sau. So, und gucken wir mal, haben wir denn das Feuer gelöscht? Sieht auf jeden Fall gut aus. Wow, ich sehe nichts. Bis auf ein paar Fliegen ist aber hier alles erstmal wieder stabil, oder? Würde ich sagen. I shoot, you want to end the call out? Yes. Das haben wir auf jeden Fall gelöscht, das Feuer. Guter erster Einsatz, würde ich sagen, von der Feuerwehr hier in Los Santos. Entschuldigung, in L.A. natürlich. Ich habe das ja hier als L.A. gemoddet. Ist auch ganz schön eng hier, wo wir wieder rausfahren dürfen, ey. Wer macht eigentlich so einen Scheiß? Wer zündet hier so einen Container an? Man weiß es nicht. Ja, vielleicht war es auch einfach nur irgendwas, was geglimmt hat. Oder manche Leute sind ja sehr unvorsichtig und schmeißen auch irgendwie noch Zigaretten in den Mülleimer. Und dann passiert sowas schon mal, ne? Was willst du machen? Ich würde sagen, wir begeben uns mal zurück zur Wache. Es gibt hier verschiedene Wachen, die ich anfangen kann. Na, ich würde sagen, die hier. Die ist ganz cool, weil das ist eine Custom-Wache. Also die wurde durch einen Modder erstellt und es ist exklusiv hier in diesem Skript diese Feuerwache. Da gucken wir mal hin. Die Einsätze lasse ich auch so random, wie sie sind. Also es bedeutet, ich werde mich jetzt dann nicht irgendwie... Es kommt, was kommt. Wie im echten Leben. Also ich bleibe jetzt erstmal bei Einsätzen, die einfach spontan passieren. Deswegen fahre ich auch einmal wieder zurück. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Skatepark ist, Leute. Wusstet ihr, dass da ein Skatepark ist? Das liegt doch bestimmt an dem LA-Mod, den ich habe, oder? Ich denke mal nicht, dass das normal ist. Und Wolfi Gang Clemens, danke dir von vorne, sehr grüßt. Hallo Sabrinachen. Wie ich jetzt fragt auf YouTube, ey, wen grüßt denn der Reif da? Ey, das sind die netten Leute im Chat. Guck mal, ist einfach so ein Skatepark hier. Kann ich da hoch? Oh, schade. Okay, im Galileo Park ist ein Feuer ausgebrochen. Da fahren wir mal direkt hin. Und das ist... Oh, ist im Wald. Ich dachte... Ach, der Galileo Park. Ja, mein Fehler. Ich dachte, das wäre unten in der Stadt, dieser kleine Stadtpark. Ach, es ist wirklich oben im Wald. Jetzt haben wir einen Waldbrand. Und ich sage euch, oh Gott, das Menü für diese Feuer-Callouts ist ja riesig. Es gibt so viele Zusatzfunktionen, die wir hier an dem Fahrzeug haben. Das ist wirklich Übungssache. Also, da müsst ihr mir ein bisschen... Da müsst ihr einfach... Wow, shit! What the fuck? Hab ich nicht gesehen? Nö. Lalalalala. Naja, nachsichtig müsst ihr mit mir sein, weil dieses Menü, das Mod-Menü für die Feuerwehr-Callouts riesig ist.
Wir machen mal die Sirene aus, weil die geht mir auf den Sack. Also diese Person, die da gerade eben vor mein Auto gelaufen ist, war definitiv suizidal. Also das war nicht meine Schuld. Ich als Feuerwehrmann distanziere mich von dem Tod. Ja. Ich hätte vielleicht noch einen Rettungswagen rufen können, aber es geht heute um Feuer, nicht um Menschenleben. Ja, wir bekämpfen Feuer. Sind wir mal ehrlich. Es gibt die Möglichkeit, Rettungsflugzeuge zu rufen. Löschflugzeuge. Was macht er denn da, ey? Und das werde ich gleich mal ausprobieren. Ich denke nämlich, dass wir beim Waldbrand definitiv Unterstützung brauchen und ich dann mit meiner kleinen Spritzpistole hier auf dem Fahrzeug nicht wirklich was machen kann. Das sieht aber... Ah ja, da hinten sieht man schon den Rauch am Horizont. Seht ihr es auch? Da hinten die Rauchwolken? Ja, sieht man nicht so, noch nicht so gut. Aber ich sage euch, das wird, glaube ich, ein größerer Brandherd sein. Ja, ja, da sieht man den Rauch schon am Horizont. Seht ihr es? Sehr geil. Ah, nein, 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 nicht da durchfahren. Ralf verfährt sich. Was ist mit dem Löschhelikopter, schreibt Wolfi gerade. Ja, den rufe ich dann gleich. Ich probiere es auf jeden Fall aus. Wäre super geil, wenn es klappen würde. Es sollte aber auch. Also das Skript wurde erst geupdatet. Ich spiele jetzt auf der neuesten Version. Das Ganze ist übrigens ein Patreon. Boah, schaut es euch an, die Weinwolken hier. Da ist richtig Feuer, ey. Alles klar. Ich probiere es aus, Leute. So, wir gehen einmal hier zu unserem Fahrzeug. Ich glaube, hier hinten ist das Menü. Also, Steuerung N. Ist der Feuerwehrschlauch. Ich bin mir auch gar nicht sicher, muss ich denn hier... Ja, ich muss die Pumpe anmachen, ne? Ganz vergessen, ich muss die Pumpe anmachen. Und es war hier, Open Vehicle Equipment Menü. Und dann muss ich hier sagen, Start the Engine Pump. Oh shit. Nee, das wird nichts, Leute. Da rufe ich definitiv nochmal das Fire Department dazu. Also auf jeden Fall sehr viel Grasfläche, die hier brennt. Und ich glaube, da komme ich alleine mit meinem Löschzug nicht dagegen an, so. Ich habe jetzt nochmal zwei Feuertrucks dazu gerufen. Nee, das schaffe ich nicht. Keine Chance. Das schaffe ich nicht. Das kriege ich nicht hin, ey. So. Jetzt muss ich nur mal schauen. Wir haben ja auch das Menü. Wie der Schlauch in der Luft steht. Ja, es ist leider. Es gibt keine Kollision für die Schläuche. Das ist leider so. Also, das wird man auch nie ändern können. Da ist die Engine von GT einmal dafür ausgelegt. Es gibt da einfach nichts. Jetzt gucken wir nochmal hier. Das ist mein normales Menü. F3, F4. Jetzt habe ich den Hotkey vergessen. Tja, es gibt auf jeden Fall ein Menü. Wisst ihr was? Ich schaue mal kurz nach. So, habe jetzt auch endlich den Hotkey gefunden. Und zwar war das bei mir Steuerung F2, normales F2. Und hier haben wir noch verschiedene Menüs eben. Hier auch sehr geil. Attach Bambi Bucket to your current vehicle. Ich weiß nicht, was ein Bambi Bucket ist. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir machen einen Helikopter. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade ganz kurz aus dem Menü rausgekommen bin. Aber wir müssten jetzt gleich einen Helikopter sehen, der hier angeflogen kommt. Ich gehe mal kurz in die freie Kamera. Und wir haben hier vorne, genau, da kommt der Helikopter angeflogen. Ihr seht auch, der Helikopter hat so eine Kugel unten dran. Und das müsste eben Wasser sein, wo er jetzt auf den Brand zufliegt. Also wie geil ist das denn gerade, oder? Wie geil ist das denn? Ich meine, gut, von der Physik her, dass der dann so hinterherfliegt, weniger. Aber wir beobachten ihn mal. Ja, meine Power hier, Alter. Da wird ja reingespritzt hier, der Bruder. Alter, da war ja Action Jackson. Ich meine, es sieht ein bisschen wild aus, muss man so sagen. Aber, das hat funktioniert. Ja, die Framerate sagt auch gerade auf Wiedersehen, ne? Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Denkt bitte dran, ist eine Beta, Leute. Ich denke, dass der Helikopter vielleicht, leicht an meinen Frames gerade, wie soll ich sagen? Er zehrt daran. Kurz Escape drück. Ah ja, da ist immer noch
Ah, scheiße. Ich wollte euch auf jeden Fall mal zeigen, aber das Gerucke ist ja gerade echt nicht auszuhalten. Hm. Der steht da oben in der Luft. Jetzt die Frage, werde ich den auch wieder los? Das weiß man nicht. Wäre natürlich eine schöne Sache. Aber solche Sachen wie das jetzt gerade, das so ruckelt, sowas werde ich natürlich den Mod-Entwickler weitergeben. Jetzt sage ich mal Dismiss. Ah ja, ihr seht's. Und schon ist der Helikopter weg. Sehr gut. Und die Frames sind auch wieder da. Also werde ich auf jeden Fall weitergeben. Dann probieren wir noch was anderes aus. Waterbombe. So, das ist das nächste Flugzeug, das kommt. Und zwar sehen wir hier vorne das Flugzeug. Und zwar ist es ein sehr großes Flugzeug. Ich kann da noch nicht hinterher fliegen, der schneller als ich. Also man muss auch wirklich sagen, der Brandherd drüben entwickelt sich eben noch prächtig. Also ich habe noch nicht wirklich viel gelöscht. Der Helikopter, ich habe gedacht, der macht ein bisschen mehr Power so. Raketenwerfer ist der Heli weg. Nee, das war nicht der Plan. Jetzt gucken wir mal, was das Flugzeug macht. Der Brand hier ist auf jeden Fall noch richtig am Gange. Und da kommt er jetzt. Und fliegt vorbei. Sehr gut. Gute Arbeit. Danke für nichts. Ja, warum haben wir uns das jetzt überhaupt angeschaut? Warum fliegt er einfach vorbei, ey? So, was mich auch ein bisschen irritiert ist, vorhin habe ich doch Backup gerufen. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht hier... Backup, ich kann doch hier, also ich habe das Menü, wo ich die Straße noch abspannen kann. EMT ist Erste Hilfe, glaube ich, genau. Jetzt schauen wir mal hier. Also das wäre noch ganz wichtig, nur die Firecrawlers zu nehmen. Ich rufe jetzt nochmal einen Tender Truck zum Nachfüllen, weil dann werde ich mir definitiv. Was ist denn hier passiert, Alter? Wo kommt denn das Blut her? keine Ahnung. Wie das passieren konnte, ich weiß es nicht. So, wir machen auf jeden Fall die Pumpe wieder an. Und ich gönne mir dann nochmal hier gleich den Schlauch. Ach, guck mal. Die Jungs sollten eigentlich auch in Feuerwehrkleidung kommen, aber die haben keinen Bock. Ist ja irgendwie Fasching. Ich glaube, da habe ich auch noch was nicht richtig angestellt. EMT sagt, das Licht ist Emergency Medical Treatment. Okay, macht Sinn. So. Und ich hole mir dann nochmal einen Schlauch. Und dann löscht der Reif halt wieder. Na, wenn die Jungs nicht helfen wollen, dann muss ich das halt selber machen. Ne? Wobei hier oben ist gar nicht mehr so viel. Das hat sich ja ausgefackelt hier. Vielleicht war das dann doch der Helikopter, der hier ein bisschen. Der geholfen hat, ne? Ich sehe jetzt aber auch nicht unbedingt noch einen Brandherd hier. Trotzdem gießen wir noch mal ein bisschen Flora und Fauna hier. Man weiß ja nie. Das qualmt noch. Ich gehe mal hier ein bisschen penetranter ran hier. An die Stelle. Auf zu qualmen! Ja, also ich sehe kein Feuer mehr. Ich sehe zwar noch eine Rauchentwicklung, aber es heißt ja noch lange nicht, nur weil es qualmt, dass es hier noch brennt. Also das sagt Ralf, der Feuerwehrmann, der das gerade entdeckt hat. Wie gesagt, diese fliegenden Schläuche ist leider nicht anders möglich. Ich hätte auch gerne am Boden liegen, aber das ist nun mal so. So, Pumpe ausmachen. Dann könnte ich hier noch, die Equipment könnte ich mir noch holen. Feed Equipment Menü, was ist das denn? Cones, Lights. Ah, ich hätte die Unfallstelle oder den Brandherd auch absichern können. So, das machen wir mal beim nächsten Mal, würde ich sagen. Das klingt auf jeden Fall gut. So. Es ist auch so geil, wie der Typ hier dem anderen so auf den Sack geht. Verpiss dich, du Arsch, Alter. Ja, aber das Maul, ne? Ja, komm. Gegen Feuerwehrmann, ne? Das ist gar keine Chance hier. Komm her, komm her, komm her. Ah, schaust du blöd, ne? Ja, und jetzt verpiss dich mit deinem Auto, ey. Ey, au! Unglaublich, ey. Jetzt kommt der nächste Trottel, der da reinfährt. Kann aber nicht wahr sein. Also manchmal frage ich mich auch, ey. Was machen die hier in ihrem Leben? Naja, gut. Dann lebt er halt da. Alles klar, Leute. Der Brand war nicht verkehrt. Wir haben auf jeden Fall einen Helikopter gesehen. Das fand ich sehr, sehr geil. Plus, wir haben ein Löschflugzeug gerufen. Die Brandstelle in sich selbst würde ich jetzt gerne schon noch irgendwie löschen. Aber da kommt wieder das Flugzeug. Guck mal.
Aber da passiert irgendwie nicht viel. Vielleicht muss ich dem Flugzeug auch sagen, wo er das löschen soll. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, das war's für heute mit den Feuerwehr-Einsätzen. Ich muss auch mein Löschfahrzeug ein bisschen sauber machen, so wie es aussieht, weil da klebt irgendwas dran. Ich bedanke mich, bin draußen, macht's gut. Ciao, ciao. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. We'll be right back.